Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Dell hat in den letzten Tagen ihren neuen Server für kleine und mittelständische Unternehmen veröffentlicht. Grund genug, einfach mal auf die neue Serie einen Blick zu werfen, um mal zu gucken, ob das nicht auch was für den ambitionierten Homelabber ist. Los geht's nach dem Intro. Hallo nochmal, ich bin Christian von Techie.de und ich mache Videos zum Thema Heimnetzwerke, Hardware, Software und Tutorials. Wenn dich das Ganze interessiert, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du auch über die neuesten Videos schnell und zeitnah informiert bist. Den HP Microserver kennen wahrscheinlich viele von euch. Den Dell T110 bis 130, vielleicht auch der ein oder andere Mal beim Recherchieren rüber gestolpert. Und jetzt seit neuestem der Dell T140 mit den neuesten Generationen an Intel-CPUs und sonstiger moderner Technik. Direkt vorweggenommen, wer eine super günstige Variante sucht, ist mit dem Dell-Server definitiv nicht fündig, weil wir doch hier in einem Preisrahmen nahe der vierstelligen Summe sind. Man kriegt den Dell-Server derzeit bei Dell direkt für knapp 606 Euro netto, das heißt roundabout 730-750 Euro brutto. Ist natürlich schon ein ziemlich happiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kriegt in der Einstiegsvariante sogar nur einen Intel i3 8100. Es geht allerdings dann auch hoch bis zu einem Xeon E2186. Da gibt es entsprechend schon mal deutlich mehr Bums und es ist auch ein sehr performanter Prozessor, der, würde ich sagen, für eigentlich alle notwendigen oder gedachten Anwendungsfälle eines kleinen Unternehmens bzw. des ambitionierten Homelabbers geeignet sein sollte. Was hat die Kiste denn noch so? Also in der Grundkonfiguration, wie gesagt, ist da ein i3 drin. Es gibt den dann noch mit diversen Xeon E-Prozessoren. Also mit den E3s ist nicht mehr, die Macht bringt Dell nicht mehr für diese Systeme heraus. Grundsätzlich wird jedes System mit 8 GB DDR4 ECC RAM geliefert, sowie mit einer 1 TB großen SATA 3 Festplatte. PCI-Schnittstellen bringt das Gerät natürlich auch mit, besser gesagt PCI-Express-Schnittstellen natürlich. Und zwar haben wir eine 8er mit einem 16er physikalischen Verbindungsslot, ein PCI 3 einfach, ein PCI 3 achtfach und ein PCI vierfach mit dem 8er Steckplatz. Also reichlich Platz, um noch RAID-Karten reinzustecken, 10 Gigabit Netzwerkkarten und was sonst so für das Homelab benötigt wird. Dazu kommen an Schnittstellen auf der Rückseite vom Server neben einem VGA-Anschluss und einem seriellen Anschluss noch 4 USB 2.0 und 2 USB 3.0 Schnittstellen. Dazu kommen 2 Intel-Netzwerkkarten, die ihr ganz normal verwenden könnt, plus ein dedizierter Port für eine IPMI-Schnittstelle, beziehungsweise bei Dell nennt sich das ja iTrack. Dort auch direkt in der neuen Version 9 geliefert, das heißt endlich mal ein schnelles und vor allen Dingen ein Interface, mit dem man wirklich was anfangen kann, die neuen iTrack 9 Interfaces sammeln wesentlich mehr Daten über den Server. Das heißt, ihr kriegt mehr Gesundheitsinformationen. Wie geht es eurem Server wirklich? Könnt ihr besser exportieren? Und es macht einfach mehr Spaß als mit den alten Versionen. Da ich das Gerät leider nicht hier habe, kann ich also jetzt keine genauen Zahlen für den Stromverbrauch euch mitteilen. Ich habe einfach mal bei Surfstore Home geguckt. Die haben das Gerät vor einigen Tagen mal getestet. Dort haben sie geschrieben, dass er im Power-Off-Modus, also ausgeschaltet, aber noch mit eingestecktem Netzteil, 5,1 Watt ungefähr benötigt. Diese 5,1 Watt kommen dadurch zustande,
dass der Hardware-Controller natürlich die ganze Zeit mit Strom versorgt wird, damit ihr den Server auch im Remote ein- und ausschalten könnt. Im Idle-Modus, da muss man jetzt direkt sagen, hat Surf2Home die dickste Komponente des Servers getestet, also mit dem Xeon E2686. Dort braucht er ungefähr 34 Watt im Idle und unter Volllast 121 Watt. Finde ich ein sehr guter Stromverbrauch für einen so viel Power. Wer natürlich nur auf möglichst stromsparend geht, für den ist auch ein Komplettsystem in dem Fall natürlich nichts. Dann macht es mehr Sinn, sich Einzelkomponenten herauszusuchen und diese sich entsprechend zu bestücken. Wer Bums braucht, viel virtualisieren möchte, viel experimentieren möchte, aber keine Lust hat, Einzelkomponenten zu nehmen oder zu sagen, hey, wenn irgendwas ist, möchte ich das Ganze an einem Hersteller oder an einen Lieferanten reklamieren können, der ist natürlich mit so einem Gerät perfekt bedient. Zusammenfassend sei gesagt, dass der Server eigentlich ein hervorragender Einstieg ist, wenn das ganze Thema HomeLab etwas ambitionierter wird. Der ein oder andere von euch macht vielleicht noch ein bisschen IT bei Bekannten oder sonstigen in kleinen Unternehmen. Dort ist dieser Server natürlich auch hervorragend prädestiniert für, zumal man ihn auch mit einer entsprechenden erweiterten Garantie kaufen kann, sodass bei Ausfällen der Hardware-Austausch und vielleicht ein Servicetechniker direkt mit inbegriffen ist. Mit den Xeon E-Prozessoren sind wir auch direkt in der neuesten Generation der Intel-Prozessoren für den KMU-Bereich. Das heißt, hier haben wir reichlich Power, um die spannendsten Geschichten fürs HomeLab mit abbilden zu können. Der Preis ist, wie eingangs schon gesagt, derzeit noch ziemlich heftig. Ich gehe mal davon aus, dass der ähnlich wie in den letzten Generationen der T100-Serie auch noch fallen wird. Es wird allerdings natürlich kein Schnapper wie zum Beispiel der HP Microserver, der ja teilweise schon mit bisschen Cashback für 180, 190 Euro lieferbar war. Der Dell T140 gehe ich mal davon aus, dass er nach ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monaten auch in der größeren Konfiguration 1000 Euro bzw. in der Einstiegsvariante sicherlich dann auch so um die 600, 650 Euro zu bekommen ist. Spannend wäre es für mich zu wissen, ist es auch einer für euch, zumindest wenn ihr das ganze HomeLab etwas größer aufgebaut habt, nicht nur mit einem kleinen Intel NUC, das heißt für Leute, die entsprechend den Anwendungsfall haben, wäre der Server was für euch oder nicht. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken, ich wünsche noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao.